herzlich willkommen zur Pressekonferenz anlässlich der Spendenübergabe. Ja, wir haben ja, wir alle, vor vielen Jahren und so auch das Bäcker- und Konditorenhandwerk uns an den Start gestellt, um die soziale Marktwirtschaft auch hierzulande zu errichten. Und wer, wenn nicht das Handwerk vor Ort, das Lebensqualität sichert und Werte schafft und nicht bloß verwaltet, wäre denn überhaupt in der Lage, auf lokaler Ebene erste Hilfe zu leisten? Sicherlich können wir nie immer den ganz großen Kuss machen, aber so ein Anschub ist ja vielleicht auch immer ganz gut. Und von daher ist es dem Schutzverband Dresdner Stollen schon seit vielen Jahren ein Anliegen, verschiedene Projekte und auch im sozialen Bereich zu unterstützen. Und hier beim Deutschen Kinderschutzbund Ortsgruppe Dresden möchten wir gern mit unserer Spende das spielerische Lernen der Kinder auf dem Abenteuerspielplatz hier in Dresden-Johannstadt unterstützen. Wir halten das für enorm wichtig, dass die Potenziale unserer Kinder frühzeitig geweckt und auch entsprechend gefördert werden. Und dazu ist eben immer irgendwie ein entsprechender Rahmen notwendig. Und das verursacht natürlich auch Kosten. Aber wir sind auch der Meinung, unsere Gesellschaft hätte noch viel höhere Kosten zu tragen, wenn wir das nicht tun würden und diese Potenziale ungenutzt liegen lassen würden. Wir laden jetzt trotzdem alle ein, bei Kaffee und Kuchen den Abenteuerspielplatz hier kennenzulernen und sich das Konzept, was dahinter steckt, vorstellen zu lassen und bei diesem tollen Panorama-Fotowetter vielleicht noch ein paar schöne Momente einzufangen. Und unser Stollenmädchen Hanna, was ja dem Spielplatzalter noch nicht ganz so lange entwachsen ist, die wird Ihnen, Frau Holmer-Christa, jetzt gerne unsere Spendentafel überreichen. Okay. Ich kriege einen guten Kaffee. Ja, danke. Werden. Die sollen einfach immer sich austoben können, Kind sein können. In den beengten Stadträumen immer mehr wird zugebaut. Hier ist einfach nochmal ein bisschen Platz. Und natürlich für Temperaturen wie heute oder wenn es regnet, gibt es dieses Spielerhaus. Da wird ganz viel mit den Kindern gekocht, gebacken und natürlich gespielt. Und es ist so, dass wir glücklicherweise von der Stadt Dresden ja finanziert werden. Die Personalkosten werden zu 100% übernommen. Darüber sind wir natürlich auch sehr dankbar. Aber im Sachkostenbereich, man sagt immer so das Minimum, so dass wir Bälle und Stifte kaufen können und vielleicht auch mal eine Toilettenrolle. Aber eine neue Küche, neue Einrichtungsgegenstände, das ist einfach nicht drin. Und dafür würden wir total gerne Ihre Spende einsetzen, sinnvollerweise eine neue Küche. Auch das passt ja gut zum Stollenverband. Ich habe auch gehört, eventuell gibt es da irgendwie im Sommer irgendwann so Stollenbacken oder so, gemeinsam mit den Kindern. Das wäre natürlich in der neuen Küche ganz großartig. Ja, also deswegen ganz, ganz herzlichen Dank. Es wird super cool angelegt werden. Also wir sind sehr, sehr dankbar. Sie gucken wahrscheinlich schon die ganze Zeit so auf das Tier. Sie als Bäcker haben ja Güte sind wahrscheinlich sehr geläufig. Sie arbeiten alle nach Gütekriterien. Das ist der sogenannte, wer hätte es geglaubt, blaue Elefant. Das ist das Gütesiegel des Dresdner Kinderschutzbundes. Wir haben das verliehen bekommen vom Bundesverband für unsere gute Arbeit, haben dort also ein paar mehr bestellt, weil wir gesagt haben, wir würden gerne als Zeichen der Dankbarkeit
die Menschen, die uns unterstützen, unser Gütesiegel zur wohlwollenden Erinnerung überreichen. Und das würde ich jetzt Ihnen machen. Also, herzlichen Dank. Halten Sie in Ehren, stellen Sie vielleicht in irgendeine Vitrine, denken Sie an uns und so als Zeichen der Verbindung unserer gegenseitigen Qualität. Also klar, der wird in der Geschäftsstelle einen Ehrenplatz finden. Okay. Ich komme jetzt fast vor wie bei der Sendung mit der Maus. Ja. Man lernt immer dazu. Ne? Ja. Gut, vielen Dank.